In diesem Video möchten wir zeigen, wie wir aus Hagebutten eine Hagebuttensoße herstellen. Die Hagebutte enthält sehr viel Vitamin C und die Hagebuttensoße kann man zum Beispiel verwenden, um Joghurt oder Quark zu verfeinern. Richtig? Dieses Video drehe ich heute zusammen mit meiner Verlobten. Als erstes entfernen wir die Stiele der Hagebutte und die Blüte. Danach werden die Hagebutten halbiert und mit einem Messer, wo ist das Messer hingekommen, der Löffel? Mit einem Löffel entfernen wir dann die Kerne aus der Hagebutte. Ganz wichtig beim Verarbeiten ist es, dass man die Blüte abzupft, den Stängel abzupft, die Hagebutte dann eben halbiert und die Kerne entfernt. Die Hagebutte wird auch immer wieder erwähnt im Zusammenhang mit Gelenkschmerzen, Arthrose, die Inhaltsstoffe der Beere, in erster Linie der hohe Vitamin C-Anteil, soll wohl eine positive Auswirkung auf Gelenkschmerzen haben. Wer sich da ein bisschen weiter informieren möchte, sollte einfach mal eingeben bei Google Hagebutte Gelenkschmerzen. Dort findet man dann reichlich Artikel zu diesem Thema, wie man das Ganze entdeckt hat und ja, mit welchen Produkten oder mit welchen Mitteln der Hagebutte man das Ganze unterstützen kann. Die Hagebutte lässt sich natürlich nicht nur zur Marmelade oder Fruchtaufstrich verarbeiten. Man kann die Hagebutte einfach auch nur trocknen und dann im Winter zum Beispiel aufbrühen als Tee oder eben als Beigabe zu einer Teemischung. Weiterhin kann man die Hagebuttenschale trocknen und zu Pulver verarbeiten. Das kann man machen mit einem Pürierstab oder in einem Mixer. Dann hat man ein sehr hochwertiges, Vitamin C-haltiges Pulver. Dieses Pulver kann man dann in Joghurt oder Quark einrühren zum Beispiel. Vielleicht drehe ich zu diesem Thema auch noch mal ein zweites Video, wie man die Hagebutte trocknet. Aber in diesem Video geht es eben erstmal nur um die Herstellung einer Hagebutten-Dessertsoße. Heute möchten wir wieder was verlosen. Und zwar verlosen wir dreimal eine Flasche mit Hagebuttensoße. Alles, was Sie tun müssen, um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie einfach irgendwas in die Kommentare unter diesem Video zum Thema Hagebutte, welche Erfahrungen Sie mit der Hagebutte gemacht haben. Vielleicht haben Sie auch noch ein schönes Rezept mit Hagebutte. Einfach unter diesem Video in die Kommentare schreiben und Sie nehmen automatisch an der Verlosung teil. Wenn Ihnen dieses Video bisher gefallen hat, können Sie gerne schon mal einen Daumen nach oben dalassen. Teilen Sie dieses Video auch, damit wir unsere Reichweite erhöhen können, damit auch andere Leute in den Genuss meiner Videos kommen. Und vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie in Zukunft kein neues Video verpassen. Vielen Dank. Weiter geht es jetzt mit den entkernten und nochmals gewaschenen Hagebutten. Dazu gebe ich die Hagebutten in einen Mixer. Dann gebe ich zu den Hagebutten Wasser. Und mixe die ganze Masse zu einem glatten Püree, zu einer glatten Fruchtsoße. Nun erhitze ich die Masse.
Entsprechend der Menge an Hagebutte gebe ich die gleiche Menge Zucker hinzu. Wir hatten hier ca. 400 Gramm Hagebutten und nun gebe ich der ganzen Masse noch 400 Gramm Rohrzucker hinzu. Wichtig ist, dass die Masse ca. 3 Minuten köchelt, um das Ganze dann eben haltbar zu machen. Vorher würde ich schon mal die Flaschen oder Gläser, in die das Ganze nachher gefüllt werden soll, schon einmal mit kochendem Wasser ausspülen. Nachdem die Hagebuttensoße 3 bis 4 Minuten geköchelt hat, kann ich das Ganze jetzt umfüllen in meine Flaschen. Ich verwende dazu 200 Milliliter Flaschen mit einem Einfülltrichter. Das ganze Zubehör hier aus diesem Video habe ich auch noch mal unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Ich fülle jetzt die fertige Hagebuttensoße hier in Flaschen ab. Die Verwendung, die Hagebuttensoße kann ich mir in Joghurt, in Quark rühren. Ich kann mir von der Soße ein bisschen in den Tee geben. Also Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig, auch durch den süßen Geschmack. Könnte ich es sogar über Eis geben. Empfehlen würde ich als Beigabe in Tee bzw. Joghurt-Müsli. Das Schöne an der Hagebutte ist es ja, dass man Hagebutten wirklich überall findet, im Wald, am Straßenrand, manchmal sogar im eigenen Garten, ohne dass man die Hagebutte gepflanzt hat. Vielleicht regt sie dieses Video zum Nachahmen an und sie gehen mal auf die Pirsch, auf die Suche nach Hagebutten, pflücken sich ein paar und stellen eine Soße her, so wie ich es hier gerade hergestellt habe. Ist wirklich sehr einfach und sehr simpel. Was ein bisschen auffällt, ist das Entfernen der Kerne, aber sonst eben relativ simpel zu kochen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie mir einen Daumen nach oben geben. Gerne dürfen Sie dieses Video auch teilen und abonnieren Sie unbedingt meinen Kanal, damit Sie in Zukunft keins meiner neuen Videos verpassen. Vielen Dank!